Hallo, hallo Menschen, hallo Marburg, hallo liebes Kfz-Team. In den Zeiten der Corona-Krise weiß man nicht, wie man sich beschäftigen soll mit irgendwas Sinnvollem. Und manchmal ist es auch echt schwer, an normales, gutes Bier zu kommen. Außer natürlich, das Kfz verlost ihres, beziehungsweise versteigert es. Und deswegen möchte ich heute euch zeigen, wie man mit einfachen Mitteln zu Hause selbst Bier herstellen kann. So, ich zeige euch mal, welche Zutaten man braucht. Natürlich braucht man Malz. Malz ist Getreide, das ein wenig gekeimt hat, dann wieder getrocknet wurde und grob geschrotet. Wir haben hier 3,6 Kilo Pale Ale und ein bisschen Weizenmalz. Das sollte hinterher ein richtig schönes IPA geben. Damit das Bier normal bierig bitter wird, gibt es Hopfen. Da habe ich Phoenix aus den USA, soweit ich weiß. Das ist ein Bitterhopfen, wie man im Alphasäuregehalt sehen kann. Und ich merke, meine Handykamera ist gar nicht so gut. Für die Zubereitung braucht es einen Kochtopf. Ich habe hier so einen Einkochapparat. Wichtig dabei ist, dass es eine Thermometerfunktion hat, damit ihr die Temperaturen immer richtig einstellen könnt. Um die Temperaturen zu messen, gibt es ein Thermometer und ein Gärbottich braucht es später auch. Dieses witzige Ding ist eine Spindel. Damit kann man dann den Alkoholgehalt bzw. den Zuckergehalt messen. Und um den richtigen Zucker auszumachen, gibt es eine Jodlösung. Das ganze Pack habe ich für, ich glaube, 300 € mal erstanden. Das geht natürlich auch günstiger mit einem normalen Kochtopf, der groß genug ist, und irgendeinem anderen Gefäß, das ihr abschließen könnt, damit da drin gegoren wird. Noch ein wichtiger juristischer Hinweis: Bierbrauen ist in Deutschland leider nicht gestattet. Das heißt, nein, ihr macht euch nicht strafbar, keine Angst. Es gibt seit Jean Pütz in den 80ern Bier zu Hause in seiner Hobbythek gebraut hat, eine Erleichterung des Gesetzes. Das heißt, ihr dürft bis zu 200 Liter für den Eigenbedarf brauen. Es darf aber keine kommerzielle Nutzung erfolgen. Okay, wir beginnen mit 21 Litern Wasser. Ihr werdet merken, dieser Brauprozess ist sehr wasser- und stromaufwendig. Und zum Einmeischen, das heißt, um das Getreide richtig in Fahrt zu bringen, fangen wir mit 50 Grad an. Übrigens ist der hohe Energieverbrauch auch der Grund dafür, dass das Bierbrauen verboten wurde. Denn früher konnte man nur mit offenem Feuer richtige Energie erzeugen. Das sorgte dafür, dass reihenweise irgendwelche Straßenzüge abgebrannt sind. Und deswegen ist ausgerechnet hier in Marburg das Gesetz erlassen worden, dass das Bierbrauen für zu Hause verboten ist. Oh, das Wasser ist drin, das Thermometer schwimmt auch und jetzt kommt als allererstes das Weizenmalz dazu. Das darf ruhig auch bei einer niedrigeren Temperatur hinzugefügt werden. Wichtig ist nur, dass es für mindestens 15 Minuten auf 50 Grad bleibt. Das ist deshalb wichtig, damit aus dem Getreide die entsprechenden Eiweiße und Zucker herausgelöst und verarbeitet werden. So, liebe MarburgerInnen. Unser Weizenmalz hat jetzt bei 50 Grad eine erste Rast eingelegt, so nennt man diesen Brauschritt. Und es riecht schon herrlich nach Brot, wenn ihr das riechen könntet. Ganz wichtig, wenn ihr rührt, ist es, dass möglichst wenig Luft mit in die Flüssigkeit kommt. Das heißt nicht wie, keine Ahnung, beim Sahneschlagen, wo es darauf ankommt, dass möglichst viel Luft unter die Menge kommt. Hier möglichst mit wenig Luft arbeiten. Denn alles, was in der Luft rumschwirrt, an wilden Hefen oder so, kann dazu führen, dass das Bier schlecht wird. So, nach ein paar Minuten gut umrühren, das kann echt in die Arme gehen, Leute, wird jetzt auf 63 Grad die nächste Rast eingelegt, das ist dann die sogenannte Eiweißrast. Hier hoffen wir dann, dass die ganzen guten Eiweiße aus dem Getreide ins Wasser übergehen. Und das wird eine ganz entspannte Sache. 70 Minuten dauert die Rast. Nur immer wieder umrühren, dass sich bloß nichts am Boden festsetzt oder anbrennt. Was ich vielleicht anfangs vergessen habe zu erwähnen, ist, es ist nicht nur wasseraufwendig und energieaufwendig, sondern auch zeitaufwendig. Wir müssen 15 Minuten lang das Weizen einmeischen, dann 70 Minuten das Pale Ale einmeischen und die Eiweißrast einhalten, dann 35 Minuten Verzuckerungsrast, nochmal 15 Minuten abmeischen, dann gibt es die Jodprobe und dann wird auch endlich der Hopfen eingekocht. Das dauert dann auch nochmal knapp 1,5 Stunden. Und danach muss das Ganze abkühlen auf ungefähr 25 Grad, damit wir die Hefe dazugeben können.
Alle Temperaturen über 25 Grad oder über 30 Grad würden die Hefe töten. Das heißt, wir hätten keinen Gärprozess, das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, ihr könnt euch darauf gefasst machen, wenn ihr das Ganze mal nachbrauen wollt oder eigene Rezepte brauen wollt, ihr seid den ganzen Tag damit beschäftigt. Wir haben hier mal das Rezept und eine kleine Probe aus dem bisherigen Sud. Also wir sind bei dem Punkt des Abmeischens angekommen. Das heißt, ich gebe jetzt ein wenig Jod in diese Probe. Und wie Sie sehen, kommt nichts. Ah, jetzt. Denn das Jod gibt uns an, ob die Verzuckerung bisher gut funktioniert hat. Wenn sich das Ganze braun färbt, ist es gut. Ist es rot oder blau, muss es noch ein bisschen weiter kochen. Und ich weiß nicht, ob man das hier sieht, das ist mir noch viel zu bläulich. Deswegen geben wir dem Ganzen nochmal 15 Minuten extra. So, in der Zwischenzeit, in der die Abläuterung läuft, habe ich schon mal das Sieb gereinigt. Denn Sauberkeit ist dabei unheimlich wichtig. Zum einen wollen wir, dass das Bier nicht durch wilde Hefen verschmutzt wird und sauer wird. Zum anderen ist es schlicht und einfach gesagt ein Lebensmittel. Und das soll natürlich möglichst hygienisch gut hergestellt werden. Ihr seht, das ist ein relativ grobes Sieb. Das macht aber nichts, denn bei dem Getreide sind noch die sogenannten Spelzen dabei. Also quasi die äußere Hülle vom Getreide. Das, was man auch gar nicht richtig kauen könnte zum Beispiel. Aber das sorgt dafür, dass sich das Getreide selbst filtert. Das heißt, alles Gute, was wir im Bier haben wollen, fließt durch und alles andere bleibt in den Spelzen hängen. Kleiner Fun Fact zu den wilden Hefen. Lange bevor man irgendwie auf die Idee gekommen ist, Hefen explizit zu züchten, um die für die Bierbrauung, Bierherstellung zu nutzen, gab es auch schon Bier, das sogenannte Urbier, angeblich seit ein paar tausend Jahren vor unserer Zeitrechnung schon. Und das findet sich bei uns in den Märchen auch wieder. Denn zum Beispiel beim Rumpelstilzchen heißt es ja, heute backe ich, morgen braue ich und übermorgen klaue ich der Königin ihr Kind. Das heißt, auch hier in Marburg, Mittelalter, Spätmittelalter, war es so, wenn die Bäckereien an einem Tag richtig viel gefeuert haben, dann ist die Luft aufgewirbelt, die Backhefen sind auch durch die Luft gegangen und die Menschen, die am nächsten Tag das Bier angesetzt haben, wo sich dann die wilden Hefen reingesetzt haben, die hatten das beste Bier. Das heißt, auch in solchen witzigen kleinen Geschichten und Märchen, wirklich nur so drei, vier Zeilen lang, merkt man schon ein unheimlich tolles Wissen der Menschen, bevor es echtes Wissen war. So, von den anfänglichen 21 Litern sind noch ungefähr 17 übrig geblieben. Das heißt, der Rest ist jetzt hier im Getreide an Feuchtigkeit und um das alles möglichst gut noch rauszuschwemmen, wird noch ungefähr 3 Liter kochendes Wasser nachgegossen. Hat den Vorteil, dass alle möglichen Sachen noch aus dem Getreide rausgeschwemmt werden. Und die Zeit, die die 3 Liter brauchen, um durchzulaufen, kann man nutzen, um schon mal den Kochapparat zu reinigen. Die jetzt auch anfangen, zu Hause Bier zu brauen. Das ausgekochte Getreide lässt sich unheimlich gut kompostieren, dadurch, dass vieles vom Getreide ausgespült ist und das andere schon gekocht ist. Man kann es aber auch in eigenen Teig reinbacken, das heißt, man kann Brote draus machen. Sollte sich halt eben darauf gefasst machen, dass es mit dem Kauen vielleicht ein bisschen unangenehm ist wegen der Spelzen, aber das fördert definitiv die Funktion, ne? Peristaltik und so. Und man kann es natürlich auch Nutztieren verfüttern. Das heißt, das Zeug nicht einfach wegschmeißen, sondern versucht auch da alles ganzheitlich zu nutzen. Wer weiß, vielleicht ergibt sich ja irgendwann eine coole Community hier in Marburg, dass man sich nicht nur mit Rezepten und mit Zutaten austauscht, sondern dass man auch schafft, gemeinsam die Sachen, die übrig bleiben, sinnvoll zu verwerten. Als nächstes kochen wir den Hopfen ein. Der Hopfen ist für den bitteren Geschmack zuständig, allerdings auch für die Haltbarkeit. Und bei den Indian Pale Ales, die wurden in England gebraut und mussten dann bis Indien geschifft werden, war ein sehr hoher Hopfenanteil vonnöten, damit das Zeug überhaupt nicht schlecht wurde auf den Schiffen. Genau, ich habe hier den Phoenix-Hopfen. Davon gehen 25 Gramm direkt am Anfang rein und nach 20 Minuten die restlichen 25 Gramm. Und hier ist die Hellertauer Perle, die kommt ungefähr 40 Minuten vor Kochende rein, einfach damit die unterschiedlichen Aromen rausgehen. Gekocht werden. Und weil ich ein Experimentierfuchs bin, werde ich ein bisschen Ingwer mit einkochen. Ich bin gespannt, wie das am Ende schmeckt und wirkt. So, der Kessel heizt sich jetzt auf 100 Grad auf, denn beim Hopfenkochen ist wichtig, dass der Sud sprudelnd kocht. Ich habe mir allerdings von dem, was vorhin
übrig geblieben ist, was noch aus dem Sieb getropft ist, ein Gläschen abgefüllt. Und ich muss sagen, ist extrem süß. Also der Zucker ist gut rausgekommen aus dem Getreide. Schmeckt wie Malzbier. Und beim Geruch merkt man auch schon das Typische vom Ale. Das entwickelt so eine Süße, die Richtung Honig geht. Ich bin mal gespannt, wie gut das dann später auch mit dem Ingwer harmoniert. Im Hintergrund bollert der Kochapparat und ich habe mal die Bierspindel in den Sud gehalten. Da ist die 8, da ist die 10, also ungefähr 11. Und laut dieser schlauen Liste, die ich hier habe, bedeutet ein Wert von ungefähr 11. Wir nehmen hier aus dem mittleren Block die mittlere Spalte, dass ein durchschnittlicher Alkoholgehalt von 5,0 entstehen wird. Das wird sicher gut. So, die ersten beiden Hopfengaben sind schon drin, jeweils zu Beginn und dann nach 15 Minuten. Jetzt 15 Minuten später kommt der letzte Hopfen. Ingwer ist auch schon drin und das lassen wir jetzt einfach mal 40 Minuten so blubbern. Beim Hopfenkochen sollte man darauf achten, dass der Deckel wegbleibt, damit auch ein paar Gase und Aromen, die man nicht haben möchte, entweichen können. In Marburg selbst gibt es sogar wild wachsenden Hopfen. Ich habe damit einmal gebraut, vielleicht nicht richtig dosiert, es war bitter wie Hulle, aber falls ihr Spots findet, wo Hopfen wächst wild, pflückt euch ruhig ein bisschen was. Genauere Infos dazu gibt es auch auf der mundraub.org-Seite. Da sind auch andere Obstbäume und Früchte verzeichnet, die man wild pflücken kann. Auch da wieder der Aufruf, stärkt die Community und nutzt das coole Angebot, was es frei direkt vor unserer Haustür im schönen Marburg gibt. Mittlerweile ist es 12:15, das heißt, wir sind wirklich schon seit 4,5 Stunden dran, Bier zu brauen. Das Hopfenkochen ist beendet. Ich lasse es jetzt über den Läuter, das Läutersieb, das wir von eben noch kennt, und ein Filtertuch laufen, um die Sachen rauszufiltern. Da unten liegt ein Kühlakku, denn das Ganze muss jetzt von 100 Grad auf 20 Grad gekühlt werden. Das wird wahrscheinlich einige Stunden dauern, da ich da keine fachliche Kühlung habe. Das heißt, ich melde mich erst heute Abend wieder mit der Hefezugabe. Da sieht man richtig schön, wie sich hier der ganze Hopfensud im Filtertuch absetzt. So, treue Freunde des Kfz, das hier ist das bisher gut angesetzte Bier. Es ist jetzt auf unter 30 Grad Temperatur gesunken, so dass ich die Hefe drauf streuen kann. Ja, ein bisschen verteilen. Welches Bier im Endeffekt rauskommt, ist maßgeblich entscheidend vom Getreide, aber auch von der Hefe. Denn man unterscheidet da zwei bestimmte Typen, einmal obergärige und einmal untergärige Hefe. Obergärige Hefe, die setzt sich halt eben oben auf das Bier drauf. Dann entsteht sowas wie Weizen oder Kölsch oder halt eben in unserem Fall ein Ale. Und bei der untergärigen Hefe entsteht sowas wie Pils oder Lagerbier. Das hier ist ein Gärröhrchen, da kann oben durch das Wasser wie beim Siphon kein Dreck rein, aber die Gase können raus. Genau, das ist unser Bierexperiment. So, hier ist schon wieder der Bruder. Also, wir haben letzten Mittwoch gebraut, dann habe ich das Ganze gären lassen bis Samstag und am Samstag in Flaschen abgefüllt. Jetzt ist wieder Mittwoch und es ist Probiertag. Bei mir spinnt irgendwie die Frontkamera, deswegen muss ich es so rum machen. Ich hoffe, man hat mich irgendwie drauf. Corona sorgt dafür, dass Daydrinking absolut legitim wird. Ich probiere jetzt mal das Bier. Es riecht sehr fruchtig nach Mango. Kann sein, dass die Hefe so Aromaten freisetzt. Perlt nur ein bisschen wenig. Für die Flaschengärung muss immer noch Zucker dazugesetzt werden, damit da bei der Gärung CO2 entsteht. Schmeckt aber ganz gut. Schön bitter. Auch nicht zu krass und hat auch so eine leicht fruchtige Note. Kann auch vom Ingwer kommen, den ich aber so direkt nicht rausschmecke.
Naja, zumindest die Damen und Herren des Kfz können sich selbst ein Bild davon machen. Ich darf, wie gesagt, das Bier nicht für kommerzielle Zwecke rausgeben, aber meinem Freund Bernd bringe ich auf jeden Fall ein paar Flaschen vorbei, vielleicht jetzt am Sonntag. Ihr könnt es gerne probieren und wenn ich schon mal da bin, meine Güte, vielleicht kaufe ich euch nochmal so 2 Flaschen von dem Primitivo ab, denn der ist extrem gut im Kfz. Das war jetzt unser kleines Bierexperiment. Ich hoffe, ich bin irgendwie zeitlich so im Limit, dass ihr das Ganze raushauen könnt. Für Fragen und Anmerkungen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Ich würde im Kfz meine Mailadresse hinterlassen. Und ansonsten, wie gesagt, erobert Marburg, sobald es geht, wieder im Sturm, bringt unsere Läden wieder in Schwung. Und vor allem beschäftigt euch auch gerne mit der Geschichte des Bierbrauens in und um Marburg. Da gibt es einiges zu entdecken. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund.